Ich bin Peter Statthalter, Ingenieur, Erfinder und Alleingesellschafter der PS Heidig GmbH. Peter, wie hoch ist die theoretische Reichweite eines modernen Autos mit Elektroantrieb schon heute, wenn man dich ranlassen würde? 8000 Kilometer. Das heißt, du hast eine neue Batterie erfunden? Nee, nicht ich, sondern das war um 1840 herum. Sir William Robert Grove und Christian Friedrich Schönbein. Die haben zum damaligen Zeitpunkt bereits die Wasserstoffbrennstoffzelle erfunden. Wasserstoffbrennstoffzelle, was ist das denn? Eine Wasserstoffbrennstoffzelle wandelt Wasserstoff zusammen mit dem Luftsauerstoff in elektrischen Strom um, zum Beispiel um einen Elektromotor anzutreiben. Dabei wird ausschließlich Wasserdampf erzeugt, also sonst keine weiteren Emissionen, Schadstoffe, kein CO2. Es gibt in dem ganzen System auch keine schädlichen Chemikalien oder nennenswerte Bestandteile seltener Edelmetalle, wie zum Beispiel in Batterien. Und wie viel Strom kann man damit erzeugen? Wenn man von den marktüblichen Batterien ausgeht, von sehr guten Batterien, Lithium-Batterien, da ist die Energiedichte ungefähr bei 0,25 Kilowattstunde pro Kilogramm. In Wasserstoff liegt die Energiedichte bei 2 Kilowattstunden pro Kilogramm inklusive Tanksystem nach dem aktuellen Stand der Technik. In Wasserstoff steckt also wesentlich mehr Energie als in einer Batterie, als in einem Akkumulator. Und immerhin rund ein Fünftel wie in fossilen Treibstoffen, wie zum Beispiel im Diesel. Allerdings ist der Wirkungsgrad vom Elektroantrieb mit Brennstoffzellen ungefähr doppelt so hoch wie der von einem Verbrennungsmotor. Und das motiviert dich dazu, etwas zu entwickeln? Ja, in der Tat. Wir entwickeln ein neues Tanksystem und zwar basierend auf einem völlig neuen Ansatz, der gleichzeitig auch sehr einfach ist, nämlich auf Basis der Kugelform. Die Kugelform, die bietet uns sehr viele Vorteile. Rein schon von den physikalischen Grundgesetzen her ist die Wanddicke in einer Kugel nur halb so groß wie zum Beispiel in einem Zylinder. Dazu kommen viele Vorteile, was die Produktionsqualität und die bessere Ausnutzung der Werkstoffe betrifft. So, das heißt, unser neues Wasserstofftanksystem ist ultraleicht und sehr robust und damit auch extrem sicher. Und wir verbessern damit die Energiedichte von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen um ca. 250% gegenüber dem aktuellen Stand der Technik. Das heißt? Ja, das heißt, dass ich mit einer Tankfüllung Wasserstoff, das sind bei der größeren Kugel ungefähr 40 Kilogramm bei 700 Bar, und bei einem Verbrauch von 0,5 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer, also mit einem optimierten Fahrzeug und sparsamer Fahrweise, komme ich damit dann rund 8000 Kilometer weit. Also das heißt, das reicht für ein neu entwickeltes Fahrzeug, 500 Kilogramm Leergewicht mit 2 Sitzplätzen, aber auch zum Beispiel für kleine Flugzeuge. Das Problem ist, dass die heutigen Autos durchweg viel zu schwer sind. Die kommen trotzdem und auch bei nicht ganz so sparsamer Fahrweise mit so einem System immerhin noch 2.000 bis 3.000 Kilometer weit. Längst eingesetzt? Also ich denke, wir stehen am Anfang einer der krassesten Revolutionen, die unsere Industriegeschichte jemals gesehen hat. Unser System wird schon bald Standard in vielen modernen Anwendungen sein, davon bin ich überzeugt. Die Entwicklungen laufen bereits und wir gehen davon aus, dass in circa 2 bis 3 Jahren hier die Marktreife da ist und die Systeme am Markt verfügbar sein werden. Bisher wurde unsere gesamte Wirtschaft eigentlich sehr stark von der Automobilindustrie beeinflusst. Das wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben. Aber bis jetzt oder zurückliegend lag der Hauptgewinn der Automobilindustrie eigentlich in immer teureren, komfortableren und schwereren Fahrzeugen und eben dem Verbrennungsmotor.
Es ist allerdings zu spüren, dass es hier jetzt nun endlich eine Wende gibt und das ist auch definitiv gut so. Macht es denn Sinn, heute ein Elektroauto zu kaufen? Soll man lieber warten oder kann man dein System später nachrüsten? Also erstens, Elektroauto macht definitiv einen Sinn. Insbesondere dann, wenn man den Strom zum Betrieb des Fahrzeugs aus regenerativen Energiequellen bezieht. Das heißt also zum Beispiel, dass man daheim eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und den Strom aus dieser Photovoltaikanlage zum Laden von dem Fahrzeug benutzt. Oder eben auch mit einer kleinen Windkraftanlage geht genauso. Zweitens, wir werden die Systeme, die Brennstoffzellensysteme so gestalten, dass man sie später auch nachrüsten kann, wenn man es denn möchte. Und was aber noch viel wichtiger ist, wir werden also auch diese Möglichkeit des sogenannten Home Refuelings, also daheim tanken zu können, werden wir auch für Wasserstoff möglich machen. Und woher kommt dann der grüne Wasserstoff für deine Tanks? PS Hightech entwickelt parallel zu den Tanksystemen auch technische Lösungen, wie man eben zum Beispiel in der Landwirtschaft Strom aus Windkraftanlagen in Wasserstoff umwandeln kann. Diese speichern kann und auch transportieren kann. Und solche Systeme werden wir anbieten, in sehr, sehr naher Zukunft bereits, zum Beispiel für Flugplätze, für Hospitäler, für entlegene Hütten, für Kleingewerbe oder eben auch einfach fürs ganz normale Einfamilienhaus. Also was es dazu heute braucht, ist eigentlich eine neue Start-up- und Innovationskultur, die versteht, dass die dezentrale Art der Wasserstoffgewinnung und Speicherung einen sehr wichtigen Stellenwert in der ganzen Wasserstoffthematik haben muss und durchaus eine wichtige Alternative sein muss zu den großindustriellen Lösungen, wo es also darum geht, hier im 100-Megawatt-Bereich Elektrolyseanlagen aufzubauen. Diesen dezentralen Lösungen, da schaffen wir die Möglichkeit für viele Menschen, zusätzlich auch kleine Einnahmen zu ermöglichen, den Wohlstand besser zu verteilen und einfach mehr Unabhängigkeit für alle zu bieten. Aktuell denken wir zum Beispiel auch mit großen Logistikunternehmen über spannende Crowdsourcing-Konzepte für solche Szenarien nach. Prima, Peter, das klingt ja alles spannend. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi. Ja, ich freue mich schon drauf. Bis dann. Tschüss.